Da sind wir. Herzlich willkommen alle zusammen zum Tag der Elektromobilität der Stadtwerke Jena bei dem tollen Wetter heute, mitten im September. Wir werden heute über alles reden, was in Jena einen Akku hat und sich auf der Straße bewegt. Ja, und vor allem werden wir auch darüber reden, wie man diesen Akku möglichst schnell und unkompliziert wieder aufladen kann, damit man sich danach weiter bewegen kann. Weil das ist, glaube ich, in Sachen Elektromobilität im Moment das größte Gesprächsthema und auch das größte Problem. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Die Stadtwerke wie Jena haben alles vorbereitet. Man sieht es auch im Hintergrund. Es ist ein schönes Ambiente. Wir haben Autos da, wir haben Busse da, wir haben Roller da, wir haben alles da, was das Herz begehrt. Und wir haben vor allem auch André Klim da. Herr Klim, kommen Sie mal zu mir. Guten Tag. Hallo. In Zeiten von Corona haben wir ein bisschen Abstand natürlich, wie sich das gehört. Sie sind Leiter der Projektgruppe E-Mobilität hier bei den Stadtwerken in Jena. Ja. Ja, da müssen wir natürlich erstmal mit den großen Zielen einsteigen. Wir haben jetzt 2020, E-Mobilität ist in aller Munde. Was sind die Ziele der Stadtwerke in Jena? Also wir haben eigentlich zwei große Ziele. Das erste Ziel ist, die Elektromobilität in Jena voranzubringen, die Elektromobilität in Jena sichtbar zu machen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und da haben wir schöne kleine Projekte oder größere Projekte in den letzten Jahren aufgesetzt. Wir haben angefangen, unseren eigenen Fuhrpark umzurüsten. Wir haben die drei tollen Elektrobusse in Jena. Wir haben das E-Roller-Sharing gestartet. Wir haben ein Kooperationsprojekt mit einem E-Car-Sharing-Anbieter. Also wir haben versucht, die Elektromobilität in Jena sichtbar zu machen. Und das ist uns auch, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Das zweite große Ziel, und das ist eigentlich die zentrale Voraussetzung für Elektromobilität, ist es, einfach ausreichend Lademöglichkeiten zu schaffen für alle Elektrofahrzeuge, die es heute gibt und bald geben wird. Sie haben einiges unter Strom gesetzt, tatsächlich. Das ging natürlich nicht ganz alleine. Ich glaube, da braucht man auch ein paar Partner, ne? Ja, also wir haben mittlerweile ein Netzwerk von 40 Partnern tatsächlich. Wir haben die Stadt Jena im Boot, wir haben die Stadtverwaltung im Boot, wir haben die Eigenbetriebe der Stadt Jena im Boot. Die Stadtwerke Jena-Gruppe ist natürlich sehr präsent mit den Stadtwerken Jena, die Netzgesellschaft, der Nahverkehr ist dabei. Jena Wohnen als größtes Wohnungsunternehmen in Jena ist auch mit dabei. Und wir freuen uns auch sehr darüber, dass wir mittlerweile, glaube ich, ein Netzwerk von 25, 30 Unternehmen haben, die sich auch in Jena für das Thema interessieren und gemeinsam mit uns das Thema voranbringen wollen. Fantastisch. Wir haben 2020. E-Mobilität ist bis nach Berlin, also eigentlich weltweit ein großes Thema. Wir müssen vielleicht mal über zwei, drei Zahlen reden auch. Ja. 2020, wie sieht es in Jena im Moment aus, was zum Beispiel die Elektroautos angeht, was die Busse angeht? Und wie sieht die Zukunftsperspektive aus? Sagen wir mal 10 Jahre weiter, das ist ja schon ein großer Abschnitt. Ja, also aktuell jetzt Mitte 2020 fahren ungefähr 250 Elektrofahrzeuge in Jena. Wir haben uns natürlich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, was kommt da eigentlich auf uns zu mit Elektromobilität? Und es gibt auch verschiedene Hochrechnungen und Studien dazu. Und ein Marktanteil von 20-25% Elektromobilität im Jahr 2030 ist ein durchaus realistisches Szenario. Und das wiederum würde für Jena bedeuten 10.000 Elektrofahrzeuge auf den Straßen. Und ja, 10.000 Elektrofahrzeuge, das ist schon eine Ansage. Wir haben das mal ein bisschen durchgerechnet, also 10.000 Elektrofahrzeuge werden ca. 25 Millionen Kilowattstunden Strom brauchen. Das entspricht ungefähr dem, was 15.000 Haushalte in Jena aktuell an Strom verbrauchen. Und die viel, viel spannendere Frage ist aber, wann, wo und wie laden diese 10.000 Elektrofahrzeuge? Und da ist die Bandbreite relativ groß. Also laden die Fahrzeuge nachts zu Hause, tagsüber beim Arbeitgeber, da stehen auch die Fahrzeuge sehr lange, das würde sich anbieten, weil da können sie auch schön langsam laden. Ja. Oder wollen die Leute lieber eher beim Einkaufen, beim Stadtbummel, also dieses sogenannte öffentliche Laden nutzen. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Und ein weiterer Ansatz wäre beispielsweise auch dieses sogenannte Schnellladen, also High Power Charger. Das ist dann so ähnlich wie das Tanken heute. Ich fahre ran und bin in 20, 30 Minuten wieder aufgetankt. Und genau das haben wir eigentlich in dem Projekt gemacht die letzten Jahre. Wir haben genau in dieser Bandbreite Lösungsmöglichkeiten entwickelt, Angebote entwickelt, Piloten aufgesetzt, mit unseren Partnern umgesetzt und haben eigentlich zu all diesen Anwendungsfällen haben wir eigentlich jetzt was in der Schublade. Ja, und freuen uns auf den Nachfrageanstieg und dass wir den auch bedienen können. Die Schublade machen wir jetzt mal auf. Wir gucken uns das mal im Detail an. Vielen Dank, Herr Klim, erstmal. Sehr gerne. Und ich begrüße, oder wir gehen jetzt mal rüber zu so einer Ladesäule. Ich begrüße jetzt den Herrn Well, Andreas Well. Beziehungsweise wir gucken uns erstmal diese Ladesäule an der Stelle. Davon gibt es nämlich in Jena in der Innenstadt eine ganze Menge.
Da kommt ja schon der Herr Well. Wir platzieren uns mal direkt daneben. Die sehen ja im ersten Moment, wenn man die sich so anguckt, Herr Well, ziemlich spacey aus. Ne? Man kommt dort ran, es ist keine Tankstelle im herkömmlichen Sinne, sondern es gibt Strom. Viele Leute haben erstmal ein bisschen Berührungsängste damit. Muss man aber, glaube ich, gar nicht haben. Ne? Nein, muss man nicht. Also hier ist alles sicher, hier kann überhaupt nichts passieren. Das wird nach allen Regeln der Kunst errichtet. Und da kann man eigentlich ganz nach Herzenslust. Wie viele Ladesäulen gibt es im Umkreis hier der Stadtwerke und wie viele jetzt schon im Jenaer Stadtgebiet? Also im Jenaer Stadtgebiet gibt es jetzt 49 Ladepunkte, die öffentlich zugänglich sind. Da kann also im öffentlichen Raum tanken. Es gibt noch ein paar mehr, die sind noch etwas außerhalb. Also in Pößneck, Bürgel, Hermsdorf und in Pößneck haben wir schon gesagt. Ja. Da gibt es noch welche. In Kamburg gibt es noch eine. So, ich komme jetzt mit meinem E-Mobil an, mit meinem Elektroauto und möchte gerne Strom auftanken. Wie ist das bei den Stadtwerken Jena geregelt? Ich denke mal, möglichst unkompliziert. Ja. Wir machen das einmal durch jetzt. Wie funktioniert das? Also, um laden zu können oder tanken zu können, braucht man erstmal eine Karte von den Stadtwerken. Man nimmt sich den Stecker, geht dann an sein Elektrofahrzeug, steckt ein. Und dann hält man die Ladekarte einfach hier vor den RFID-Reader. Das ist quasi wie so beim kontaktlosen Bezahlen an der Supermarktkasse. Die Karte prüft ab, ob die Box prüft ab, ob die Ladekarte hier berechtigt ist zu laden. Dann wird das geprüft, der Stecker wird verriegelt, sodass man ihn nicht mehr abziehen kann und der Ladevorgang beginnt und man kann seiner Wege gehen. Das grüne Lämpchen ist wichtig, ne? Genau. Wunderbar. Und hier sehen wir jetzt grün, jetzt wird geladen. Sehr schön. Also Sie sehen schon, meine Damen und Herren, es ist einfacher, als man denkt. Und wir können uns das Ganze auch noch mal komprimiert angucken. Denn ich weiß, es gibt einen kleinen Film. Wenn man es einmal gesehen hat, ist es schnell wieder vergessen. Deshalb lieber zur Sicherheit noch ein zweites Mal. Bitte schön. Mein Name ist Andreas Well. Ich arbeite bei den Stadtwerken Energie in der Pößneck seit 2018 im Bereich Elektromobilität und kümmere mich da um alle Belange, die Elektromobilität berühren. Von der Konzeption, Planung, Installation, Errichtung, Abnahme von Ladeinfrastruktur, sei es für Privathaushalte, Firmen, Gewerbe, Wohnungswirtschaft. Habe natürlich auch ein offenes Ohr für alle Elektromobilisten und die, die es werden wollen. Und bin auch für jeglichen Diskussion und Austausch offen, kümmere mich um die Ladekartenausgabe und habe im Prinzip für alle Beteiligten ein offenes Ohr. Wir sind hier am Standort der Stadtwerke Energie Jena Pößneck und haben Ladeinfrastruktur installiert. Insgesamt 6 Säulen mit 12 Ladepunkten. Es können also 12 Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Das Besondere an dieser Ladeinfrastruktur, so wie wir sie hier haben, ist, dass diese keine, ich sage mal, dumme Ladeinfrastruktur ist, sondern über ein dynamisches Lastmanagement verfügt. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, dynamisches Lastmanagement ist ja gut und schön. Was ist denn ein dynamisches Lastmanagement? Ein dynamisches Lastmanagement braucht man, wenn man viele Ladepunkte hat, die gegebenenfalls viel elektrische Leistung abfordern durch die angeschlossenen Elektrofahrzeuge, aber nur eine begrenzte Leistung am Hausanschluss verfügbar ist. Zu jedem Hausanschluss gibt es eine vertraglich vereinbarte Leistung, die abgenommen werden darf. Diese Restriktion können zum einen vertraglich sein, also dass man in einem Netzanschlussvertrag eine bestimmte Leistung niedergeschrieben hat, die nicht überschritten werden darf. Oder wenn man sie überschreitet, dann ist das mit erhöhten Kosten verbunden. Oder aber diese Restriktionen sind technisch, also durch die eingebaute Sicherungsgröße beispielsweise. Und wenn man dann die mehr Leistung über den Hausanschluss zieht als möglich, ja, dann wird das Haus dunkel und das will man ja vermeiden und das wollen auch wir hier vermeiden. Deswegen haben wir also dieses dynamische Lastmanagement eingebaut. Das war im Jahr 2019, also seit reichlich ein und ein Dreivierteljahr ist es jetzt in Betrieb und dieses dynamische Lastmanagement misst im Prinzip permanent den Ist-Stromverbrauch unseres Stadtwerkegebäudes und stellt das ins Verhältnis mit der maximalen Leistung, die gezogen werden darf. Also nehmen wir mal an, wir haben 100 kW maximale Leistung, die wir beziehen dürfen, dann
Und das Gebäude verbraucht gerade 50 Kilowatt, sind also 50 übrig bis zu den 100 und die werden dann an die Ladeinfrastruktur verteilt. Ist jetzt tagsüber der Bedarf durch angeschlossene Maschinen oder so des Gebäudes höher, bleibt entsprechend weniger übrig für die Ladeinfrastruktur und nachts zum Beispiel ist ja der Gebäudestromverbrauch niedrig, dann bleibt entsprechend mehr für die Ladeinfrastruktur übrig und das wird dann gleichmäßig auf alle angeschlossenen Fahrzeuge verteilt. Man sieht schon viele Ladepunkte. Das ist also nichts, was man jetzt für ein Einfamilienhaus benutzt, sondern das ist eher ein Instrument oder eine Installation, die also eher für, ich sag mal, größere Büroobjekte oder größere Firmenstandorte gedacht ist und nichts für ein Einfamilienhaus. Jetzt habe ich ja viel erklärt, aber jetzt schauen wir uns mal in Natura an, wie so ein dynamisches Lastmanagement dann auch wirklich aussieht. Dazu gehen wir mal hier lang. Wir sind hier im Elektrohausanschlussraum von unserem Betriebsgebäude. Hier hinter diesem Schrank sind sozusagen die Tentakel, also Messfühler, wenn man so will, des dynamischen Lastmanagements installiert. Dazu mache ich jetzt mal den Schrank auf, der normalerweise natürlich verschlossen ist und nur von Fachpersonal bedient werden darf. Wir haben aber durch unseren Elektroniker das schon mal öffnen lassen und verschließen es natürlich hinterher auch wieder. Hier kommen also drei dicke Kabel rein, über die der gesamte Strom des Betriebsgebäudes kommt. Das verzweigt sich hier in diese dünneren bunten Kabel und diese Ringe, die da um die Kabel gelegt sind, das sind also die Sensoren, die messen, wie viel Strom das Gebäude aktuell gerade bezieht. Und diese Sensoren schicken dann die Daten weiter an diesen kleinen Computer hier. Der verarbeitet die Messsignale und die Messsignale werden dann an die Intelligenz unserer Ladeinfrastruktur geschickt nach draußen. Und dort werden dann die Signale verarbeitet und der Master, der also die Intelligenz in sich trägt, der steuert dann die ganzen untergeordneten Ladestationen, also die sogenannten Slaves. Und das schauen wir uns jetzt nochmal draußen an. Hier sind wir jetzt an der Master-Ladesäule von unserer Ladeinfrastruktur. Hier landen also die Impulse von den Rogowski-Spulen und diesem kleinen Computer, den wir gerade unten im Keller gesehen haben. Die werden hier verarbeitet. Die Intelligenz, die dafür nötig ist, die sitzt quasi hier im Deckel von dieser Ladestation. Und diese Ladestation kontrolliert jetzt alle anderen Ladestationen, die wir hier noch haben und die daran angeschlossen sind und stellt also sicher, dass die maximal mögliche Leistung an die Fahrzeuge abgegeben wird, ohne den Stromanschluss des Gebäudes selber zu überlasten. Wenn jetzt ein Fahrzeug fertig ist mit dem Laden, bleibt ja mehr übrig für die restlichen Fahrzeuge und entsprechend mehr kann dann an die Fahrzeuge abgegeben werden und so geht es quasi immer weiter bis alle Fahrzeuge geladen sind oder neue dazukommen. So, wenn wir eins gelernt haben oder eins gesehen haben jetzt in dem Film, dann ist es, glaube ich, die Tatsache, dass man davor überhaupt keine Angst haben muss. Zum Beispiel auch nicht davor, dass, wenn man zu viele Stecker in die Steckdose steckt, irgendwann das Haus dunkel wird, oder? Nein, muss man nicht haben. Wenn man ein dynamisches Lastmanagement hat, dann sichert das ab, dass eben die maximale Leistung, die dort zur Verfügung steht, eben nicht überschritten wird und man mit der verbleibenden Leistung trotzdem viele Fahrzeuge laden kann. Vielen Dank erstmal bis dahin. Das war die öffentliche Ladesäule, das gute Stück. Und jetzt gehen wir mal rüber zu dem, meine Damen und Herren, was man nämlich zu Hause anbauen kann. Das weiß der Herr Stübe. Wir haben das gleich nebenan aufgebaut. Und der Herr Stübe steht schon an dem Schmuckstück, das zu Hause hoffentlich in nächster Zeit an dem einen oder anderen Gebäude dranhängt. Das ist nämlich die Ladestation für daheim. Genau. Es wird sich so entwickeln, wenn ich es richtig verstanden habe, dass immer mehr Leute sich so ein Ding zu Hause zulegen müssen. Das sagen auch die Zahlen. Ne? Wir gehen davon aus, dass etwa die Hälfte aller Ladevorgänge in den nächsten Jahren zu Hause stattfinden. Und das werden dann doch im Jahre 2030 einige Tausend sein. Ja. Das wird immer wichtiger. Jetzt ist natürlich die Frage, so ein Kasten zu Hause. Vielleicht kommen wir mal gleich zu dem, was die meisten Leute wahrscheinlich interessiert. Was kostet das denn? Also aus den Projekten, die wir bisher umgesetzt haben, kann man sagen, im Einfamilienhausbereich eine Wandladestation zu installieren, kostet etwa 2.000 Euro. Davon ist die Hälfte
der Kasten als solcher, die Wandladestation plus Befestigung an der Wand, dann noch Anzeige und Genehmigungspflichten beim Netzbetreiber. Und die andere Hälfte sind dann Anpassungsmaßnahmen in der Hausinstallation, die vorgenommen werden müssen. Gibt es irgendwelche Vergünstigungen seitens des Landes, seitens der Bundesregierung, also die man auch einholen kann, wenn man sich so ein Ding zu Hause zulegt? Wir als Stadtwerke fördern die Anschaffung einer solchen Wandladestation gegenüber unseren Stromkunden mit 300 Euro. Bis jetzt gibt es seitens des Landes oder seitens des Bundes noch keine Förderprogramme im privaten Bereich. Das soll aber kommen in den nächsten Monaten. Da drücken wir die Daumen auf jeden Fall an der Stelle. Wie lange dauert es denn vom Auftrag oder wie löse ich denn so einen Auftrag aus, wenn ich so einen Teil haben möchte zu Hause und dann auch bis zur Umsetzung, bis ich es nutzen kann? Wer Interesse hat, eine solche Wandladestation sich zu Hause installieren zu lassen, der kann bei uns anrufen, sich bei uns melden. Wir beauftragen dann einen regionalen Handwerkspartner, die Hausinstallation zu betrachten, was dort anzupassen ist. Der Handwerkspartner unterbreitet dann auch ein Angebot über die Arbeiten, die erforderlich sind in der Hausinstallation. Und wir schnüren dann ein Gesamtpaket daraus, machen noch alle anderen Tätigkeiten und Arbeiten. Und vom ersten Anruf und dann der Auftragsvergabe bis zur Inbetriebnahme vergehen dann etwa 1 bis 2 Monate. Das ist überschaubar, wie ich finde. Sie sind hoffentlich selber auch schon Nutzer einer solchen Wandladestation? Noch nicht. Ich fokussiere mich aufs Fahrradfahren. Das ist natürlich auch sehr umweltfreundlich. Herr Stöwe, vielen Dank. Elektromobilität in Jena heißt natürlich vor allem auch, dass der Nahverkehr den Anschluss nicht verpasst. Und der Nahverkehr, meine Damen und Herren, ist natürlich in erster Linie das Busfahren. Und jetzt gehen wir mal zu einem wirklich sensationellen Ding rüber. Weil wenn Sie mit offenen Augen durch Jena fahren, dann wissen Sie, es gibt bereits Elektrobusse in der Stadt und die Nahverkehrsbetriebe haben dort den Anschluss geschafft. Jetzt gehen wir mal rüber. Hier steht da das gute Schmuckstück. Und im Bus befindet sich normalerweise der Busfahrer. Wir haben ihn extra noch zurückgehalten und denjenigen, der sich damit auskennt. Wir werden jetzt erstmal gucken, wie sich das gestaltet mit den Elektrobussen in Jena. Ja, herzlich willkommen hier am Betriebshof des Jena Nahverkehrs in Jena-Burgau. Ich bin Philipp Enders. Ich habe meine Masterarbeit beim Jena Nahverkehr über die Elektrobusse geschrieben, über die Anlaufphase. Und ich darf euch heute mit auf die Reise nehmen und darf euch die Elektrobusse ein wenig vorstellen. Wir haben hier einen der 3 Elektrobusse, die ab Februar diesen Jahres hier in Jena auf Linie 15 in Betrieb sind. Und ich möchte euch ein bisschen die technischen Besonderheiten vorstellen, woran man die Elektrobusse unter anderem erkennt. Und ja, was der Unterschied zu anderen Dieselbussen zum Beispiel ist. Fangen wir mal an. Hier vorne sehen wir zum Beispiel gleich an der Fahrzeugfront, das ist das neue moderne Design. Das Fahrzeug stammt vom Fahrzeughersteller EvoBus. Das ist eine Tochtergesellschaft der Daimler AG und sie stellen Omnibusse für die Busmarken Mercedes-Benz und Setra her. Das ist ein Mercedes-Benz E-Sitaro. Das E vor Sitaro weist auf den elektrischen Antrieb hin. Und wenn wir uns den Bus von außen mal weiter ansehen, dann fallen ein paar kleine Besonderheiten auf, die den normalen Passanten vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so bewusst sind. Wir sehen zum Beispiel die höhere Dachlinienform. Das hat damit zu tun, dass ganz viele Dachaggregate auf dem Dach verbaut sind. Dazu zählen unter anderem ein Stromabnehmer für die Zwischenladungen am Westbahnhof. Dann sind insgesamt 6 Batteriepakete noch oben auf dem Dach verbaut. Es folgt eine CO2-Wärmepumpe, Klimaanlage. Und anschließend folgen dann noch eine Batteriekühlung sowie das Wechselrichtersystem. Insgesamt verfügt der Bus über 10 Akkupakete, das heißt auch im Heck sind noch 4 Batterien verbaut. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Batteriekapazität von 243 Kilowattstunden. Das reicht für den Linienbetrieb hier in Jena für ungefähr 130 bis 150 Kilometer unter schlechtesten Bedingungen aus. Also das heißt, es ist ein guter Ansatz gewählt worden, auch mit den Zwischenladungen. Auch in meiner Analyse, in meiner Masterarbeit kann ich sagen, die Busse können komfortabel und ohne größeres Risiko auf der Linie eingesetzt werden. Das heißt, der Linienbetrieb ist sehr gut garantiert. Wenn ich euch weiter noch mit reinnehmen darf in den Bus, dann möchte ich euch kurz auch die Unterschiede für den Fahrer zeigen. Ja, das Schöne ist, bei diesem Elektrobus ist es gar nicht so viel anders zu einem herkömmlichen Dieselbus. Das heißt, die Umstellung für den Fahrer ist relativ simpel. Der größte Unterschied in der Instrumententafel, der besteht bei dem sogenannten Powermeter. Das heißt, anstelle eines Drehzahlmessers haben wir hier ein Powermeter,
der anzeigt, wie viel Energie gerade abgerufen oder auch in das System zurückgespeist wird. Anstelle der herkömmlichen Tankanzeige sehen wir hier den Batterieladezustand in diesem Anzeigefeld. Ansonsten gibt es noch weitere Anzeigeoptionen hier im Fahrerdisplay. Da sieht man zum Beispiel den Batterieladezustand und andere Informationen. Ansonsten ist es relativ ähnlich zu einem Dieselbus. Es gibt noch lediglich zwei Schalter zum Ausfahren des Pantographen, der hier oben angebracht ist für die Zwischenladungen. Und hier unten wird beispielsweise der Motor, der Elektromotor, gestartet und die Hochvoltbatterie, das System wird aktiviert. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, was kostet so ein Bus? Und die Anschaffungskosten sind tatsächlich somit der größte Nachteil. Die Busse kosten doppelt so viel wie normale, herkömmliche Dieselbusse und auch die geringeren Betriebskosten können diesen Kostenunterschied nicht ganz ausgleichen. Die Busse, das ist ein großer Vorteil, sind sehr effizient, das heißt, sie verbrauchen sehr wenig Energie, ungefähr 1,27 Kilowattstunden pro Kilometer, das haben meine Analysen ergeben und sie sind somit sehr effizient im Gegensatz zu einem herkömmlichen Dieselbus. Sind die Fahrzeuge zuverlässig? Ja, wir können wirklich sagen, die Fahrzeuge laufen sehr zuverlässig. Es gibt wenig Probleme, vor allem auch die Hochvolt-Batterietechnik hat bislang keine größeren Probleme gemacht. Das heißt, die Busse sind tatsächlich praxistauglich und das ist ein sehr tolles Ergebnis für den Jenaer Nahverkehr. Warum macht der Jenaer Nahverkehr das eigentlich? Das Thema Elektromobilität, Elektrobusse, das hat einerseits drei Gründe. Der Elektromotor, der Antrieb, der elektrische Antrieb ist einfach das Antriebssystem der Zukunft aufgrund der hohen Effizienz. Andererseits gibt es auch seitens der EU Richtlinien, die ab dem Jahr 2021 Mindestquoten an sauberen Bussen im öffentlichen Personennahverkehr vorschreiben. Auf der anderen Seite ist der Jenaer Nahverkehr aber auch Überzeugungstäter. Das heißt, man ist überzeugt, dass Elektrobusse einen wertvollen und wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität liefern. Und wenn wir schon dabei sind, noch ein paar technische Besonderheiten zum Thema der Fahrzeugsicherheit. Das heißt, wir haben hier unter anderem den sogenannten Sideguard Assist verbaut. Der soll Fahrer dabei unterstützen, bei Abbiegevorgängen nach rechts, zum Beispiel Passanten oder Fahrradfahrer zu erkennen. Die Fahrer werden dann über optische Warnsignale, sogar auch Vibrationen im Fahrersitz, dann darauf hingewiesen und vorgewarnt. Außerdem verfügt der Bus über ein weiteres Fahrerassistenzsystem, welches sich hier an der Fahrzeugfront befindet. Das ist einmal hier hinter dieser kleinen Vorrichtung verborgen. Das ist der sogenannte Notbremsassistent. Das heißt, dieses radarbasierte Verfahren scannt im Fahrtverlauf den vorderen Bereich vor dem Fahrzeug ab und kann im Bedarf, falls ein Fußgänger, ein Fahrradfahrer oder ein sonstiger Gegenstand vor das Fahrzeug treten sollte, kann dieses System den Fahrer akustisch und optisch warnen und gleichzeitig auch eine Teilbremsung ausführen, so lange, bis entweder der Fahrer eingreift oder der ganze Bus zum Stehen gekommen ist. Und eine andere schöne Sache bei diesen Elektrobussen besteht in diesem Umweltsiegel. Der Blaue Engel, das ist ein vom Umweltministerium vergebenes Siegel, was für besonders umweltfreundliche Produkte zeugt. Dazu zählt unter anderem, dass die Batterien eine Lebensdauer von 5 Jahren garantiert haben oder auch unter anderem, dass umweltfreundliche Materialien bei den Batterien oder auch bei der Lackierung verwendet werden und es somit zusätzlich nochmal ein Plus an Umweltfreundlichkeit. Da ist er, das gute Schmuckstück, der E-Bus. Und jetzt ist er drin. Eben habe ich ja gesagt, wir hatten ihn extra noch versteckt, der Philipp Enders. Wir haben dich gerade im Film gesehen, Philipp, du sitzt hinterm Lenkrad. Ich würde gerne mal ganz kurz die Probe aufs Exempel machen und die mal anlassen, weil Elektrobusse sind natürlich leise, ja, logischerweise. Dann lass ihn bitte mal an, ob wir was hören. Ich bin sehr gespannt. Genau. Ich starte jetzt Du startest, mal. Genau. Ja, und das war's auch schon. Also Ach so. Ziemlich unspektakulär, was man zwischen hat hören. Das ist nur die Pneumatik. Ja, und ansonsten gibt es keine weiteren Antriebsgeräusche jetzt zum Leerlauf. Du hast jetzt im Film den Bus schon einigermaßen erklärt, was er für tolle Dachaufbauten hat und so weiter und so fort. Du hast auch deine Magisterarbeit dazu geschrieben, beziehungsweise Bachelorarbeit. Meine Masterarbeit. Masterarbeit, Entschuldigung, genau, die Masterarbeit richtig. Sogar. Das heißt, du kennst dich absolut damit aus. Du kannst ihn nicht nur fahren, sondern du weißt auch, wie der tickt. Ja? Was ist denn deine Inspiration gewesen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und da so viel Energie zu verwenden, im wahrsten Sinne des Wortes? Also es ist prinzipiell schon mal ein großes Interesse für Omnibusse. Also ich habe direkt nach meinem Maschinenbaustudium den Busführerschein gemacht. Es war immer ein Kindheitstraum. Und somit bin ich mit der Materie Bus schon sehr vertraut. Und gerade Elektrobusse ist einfach die Zukunft. Das ist ein ganz neues Thema und dem wollte ich mich gerne widmen.
Deswegen habe ich beim Jena Nahverkehr nach dieser Masterarbeit eben angefragt. Wenn man in Jena West am Bahnhof ankommt, das ist mir heute so gegangen, dann sieht man direkt, wenn man rauskommt aus dem Bahnhof, einen von diesen wunderbaren Bussen, die sich auch rein äußerlich natürlich schon von den normalen unterscheiden. Man hat so ein Gefühl, dass man einsteigen möchte und mitfahren möchte, sofort. Ne? Ich war jetzt mit dem Fahrrad, ich konnte es nicht machen, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Merkmal dieser Elektrobusse, dass sie einfach auch anders aussehen. Genau, also bei dem Bus ist es sogar noch relativ überschaubar. Die Fahrzeugfront ist so, denke ich mal, der markanteste Unterschied jetzt auch für die Passanten. Ansonsten, spätestens wenn der Bus dann vorbeifährt oder losfährt, dann vermisst man das typische Anfahrgeräusch, also diese leise Geräuschkulisse, das ist so der größte Unterschied. Ja. Wir haben relativ viele Fragen über die Instagram-Seite der Stadtwerke bekommen. Gerne. Jena, und ich würde einfach mal auf dem großen Zettel, den ich hier habe, genau, mal vortragen. Da möchte zum Beispiel jemand wissen, wenn der Bus so leise ist, gibt es nicht Schwierigkeiten im Straßenverkehr? Ist die Unfallgefahr da nicht vielleicht auch größer? Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. Ich hatte ja auch in meiner Masterarbeit Umfragen durchgeführt bei Fahrgästen, Anwohnern und auch dem Fahrpersonal. Und da wurde das tatsächlich häufiger genannt, dass Passanten den Bus nicht haben kommen hören und dann fast vor den Bus gelaufen wären. Er ist zwar glücklicherweise mit dem im Video einzusehenden Notbremsassistenten ausgestattet. Der soll bestmöglich natürlich nicht zum Einsatz kommen. Also Stand jetzt ist dieser Bus mit keinerlei Geräusch-Warnkulisse ausgestattet. Aber ich denke, in naher Zukunft wird auf jeden Fall auch noch von den Busherstellern dann was zu erwarten sein. Mhm. Die Ina schreibt, stimmt es, dass die E-Busse trotzdem noch mit Kraftstoff für die Klimaanlage betrieben werden? Und vielleicht gibt es ja da in Zukunft auch eine andere Variante. Also stimmt das erstmal, dass da noch Diesel drin ist? Genau, also es geht hier um die Heizung. Wir haben eine Zusatzheizung, die mit Heizöl betrieben wird. Tatsächlich, das klingt erstmal widersprüchlich zum normalen Elektrobus, Umweltfreundlichkeit und dann ist noch eine Dieselheizung an Bord, aber es ist tatsächlich sinnvoll, um halt eben auch genügend Reichweite für den Fahrbetrieb zu generieren und es ist somit auch eine effiziente Sache. Das Gute ist bei den Bussen, trotz auch dieser Zusatzheizung, die mit Heizöl funktioniert, sparen die drei Busse hier in Jena, direkt hier in Jena, lokal insgesamt 180 Tonnen an CO2-Äquivalenten jedes Jahr ein. Also der Umweltaspekt ist trotzdem gegeben. Ja. Ist es denn realistisch, schreibt jemand, dass die gesamte Busflotte zeitnah auf E-Busse umgerüstet wird? Ich vermute mal, das ist entweder ein Autofahrer, der immer hinter dem Bus morgens im Stau steht und sagt, ich kriege keine Luft mehr. Ja? Das ist ja bei den E-Bussen Gott sei Dank anders, da kann man ja durchatmen. Also ist das realistisch oder ist das schon noch ein bisschen Zukunftsmusik? Zeitnah ist natürlich ein dehnbarer Begriff, aber kurzfristig wird es jetzt erstmal nicht möglich sein, denn die Busse, die müssen mit großen Mengen an Strom versorgt werden. Dazu muss die Infrastruktur auch auf dem Betriebshof halt insbesondere auch vorhanden sein. Da werden in Zukunft Umbaumaßnahmen vonnöten sein. Aber langfristig ist es auf jeden Fall das Ziel des Jena Nahverkehrs, die Elektrobusflotte auszuweiten und bestenfalls auch so schnell wie möglich, aber langfristig gesehen, dann die gesamte Flotte umzustellen. Ich habe mal noch eine Frage zu den Menschen, die finde ich unheimlich wichtig, die Busse nämlich fahren. Ja. Das ist, glaube ich, auch für die was anderes, der Umstieg von einem Dieselbus auf einen Elektrobus. Also müssen die besondere andere Dinge lernen können, einen neuen Führerschein machen? Oder? Nein, also die Umstellung, das ist dann erstmal mit einer Schulung, mit einer zusätzlichen Qualifikation. Das ist insbesondere wegen der Hochvolt-Batterietechnik, weil man es hier mit hohen Spannungen und Strömen zu tun hat, dass man dafür sensibilisiert ist. Ansonsten ist es eine Schulung, nochmal eine kleine Schulungsfahrt, dass man so ein bisschen das Fahrverhalten erlernen kann. Ansonsten ist das wirklich auf den normalen Busführerschein kann man das aufbauen, wenn man eben diese Schulung dann erlangt hat. Und ansonsten ist es, ich habe es auch im Video erwähnt, für den Fahrer vom Fahrerarbeitsplatz her relativ ähnlich. Es ist ein sehr angenehmes, gleichmäßiges Beschleunigen und Bremsen. Es ist sehr, sehr angenehm. Die hohe Dachlast, ja, man hat ein anderes Verhalten in der Kurvenfahrt, man hat ein anderes Kippverhalten. Daran muss man sich gewöhnen. Aber ansonsten ist es relativ ähnlich zum Dieselbus vom Fahrverhalten her und somit keine größere Umstellung. Die Dinger sind nicht ganz billig, ne? Ja, ich habe es im Video schon erwähnt, ungefähr das Doppelte zum herkömmlichen Dieselbus kosten die Fahrzeuge. In meiner Masterarbeit habe ich auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt. Selbst wenn man die ganze Ladeinfrastruktur alles rausrechnen würde, sind die hohen Anschaffungskosten der Busse immer noch der größte Nachteil und auch die niedrigen Betriebskosten können das nicht ausgleichen. Aber also die Quintessenz lautet deshalb, die Verkehrsunternehmen sind auf öffentliche Fördergelder angewiesen und auch hier die Busse des Jena Nahverkehrs wurden ja dankenswerterweise vom Freistaat Thüringen
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit insgesamt 2,22 Millionen Euro bezuschusst. Gut angelegtes Geld, wie ich finde. Das heißt also, dass wahrscheinlich also im Elektrobus die Fahrkarte jetzt auch nicht teurer wird als normalerweise. Ja, das sollte natürlich bestenfalls nicht der Fall sein. Ich habe das auch in meiner Umfrage letztendlich mal gefragt, habe mal so ein bisschen so die Meinung der Fahrgäste dazu auch erspüren wollen. Und natürlich sagen viele, die Tickets sind schon nicht ganz so günstig. Und jetzt noch weitere Preissteigerungen können natürlich auch für viele dann einfach nicht mehr erschwinglich sein. Und deswegen liegt da ganz klar auch die Verantwortung, auch so wie ich der Meinung bin, ja, beim Bund, bei den Ländern, um durch Fördergelder sozusagen das Ganze auch nach wie vor erschwinglich und auch für die breiten Bevölkerungsmassen sozusagen dann nutzbar zu machen. Letzte Frage. Für jemanden, der sich wissenschaftlich mit der ganzen Thematik beschäftigt, wann denkst du, also in wie vielen Jahren, sagen wir mal in wie vielen Jahrzehnten, wird es so sein, dass man in den Innenstädten rein elektrisch unterwegs ist? Also der CEO von MAN, Truck and Bus, der hat gesagt, bis zum Jahr 2030 vermutet er, dass so 60% der Busse in der Stadt elektrisch unterwegs sein könnten. Und ich denke, das ist eine durchaus realistische Annahme. Gerade auch jetzt in Deutschland, so die letzten, ich denke mal, 2 bis 3 Jahre hat sich da sehr viel getan. Und auch mit einer zusätzlichen Marktdurchdringung der Fahrzeuge werden Produktionsprozesse effizienter. Ja, es werden auch letztendlich vielleicht mehr Ressourcen in die Entwicklung der ganzen Technik hineingesteckt. Und es gibt weitere Fortschritte. Und ich denke, dass dann dadurch auch sukzessive beschleunigt wird, dieser ganze Prozess. Ich denke mal, die nächsten 10 Jahre wird sich da sehr, sehr viel tun. Ich will aber auch nicht sagen, dass jetzt Elektrobusse das Allheilmittel sind für nachhaltige Mobilität. Ja, auch gerade das Thema Brennstoffzelle ist sehr, sehr interessant und ich glaube, auch das wird noch interessant Wasserstoff, werden. Wasserstoff, ja. Mhm. Wasserstoff, genau. Und von daher wird es abzuwarten sein, aber ich denke mal, bis 2030 werden wir schon eine deutliche Veränderung in den Städten wahrnehmen können. Ja. Der Mann ist unter Strom, meine Damen und Herren. Das stellt man an der Stelle fest. Vielen Dank, Philipp Enders, danke für auch diese wunderbare Einführung in den Elektrobus. Hier in Jena. Und jetzt gucken wir mal auf die Mobile mit zwei. Jetzt gucken wir auf die mit zwei Rädern, nämlich die E-Roller. Und jetzt müssten sie um die Ecke kommen. Da sind sie auch schon. Wow. Man hört sie nicht, aber man sieht sie. Wunderbar. Da sind unsere E-Roller, die noch ganz frisch auf den Straßen in Jena unterwegs sind. Meine Herren. Kluger, ich grüße Sie. Guten Tag. Mit Hallo. Einem schicken Helm. Der, denke ich mal, wir können das ja gleich mal demonstrieren. Wo kommt der eigentlich hin, der Helm? Der Helm kommt in die Box, die hier hinten drauf sitzt. Die geht automatisch auf, wenn man das Fahrzeug startet. Machen wir mal auf. Okay, da ist jetzt der Helm drin. Sie hatten jetzt einen extra. Okay. Und da ist dann auch noch Platz, kann ich zumindest sagen, auch wenn man es für zwei Helme oder aber noch für 2 oder 3 Einkäufe, die man erledigt hat. Genau. Ne? Das sind die wunderbaren Evita E-Roller, die man jetzt in Jena mieten kann. Wie funktioniert das, Herr Kluge? Jeder kann eine App runterladen im Internetstore, aber auch bei meiner Jena-App zum Beispiel sich so eine App für das Roller-Sharing runterladen. Das heißt, es ist relativ unkompliziert, so ähnlich auch wie man das von den Fahrrädern kennt, die es in Großstädten zu leihen gibt. Genau so. Ja, und falls man da nicht vorwärts kommt, also falls man da Schwierigkeiten hat, geht man einfach auf die Homepage vermutlich mal. Ja, man ruft da an, wir haben eine Telefonnummer hinterlegt und eine Mailadresse. Wir arbeiten mit unserem Service Center zusammen vom Nahverkehr, wo 7 Frauen in den Öffnungszeiten die Kunden betreuen. Das ist, wenn man das leihen kann, natürlich auch immer eine Kostenfrage. Also die meisten werden sagen, okay, wenn ich jetzt an einem Tag mal Bock habe, mit so einem Roller in der Stadt unterwegs zu sein, was kostet mich das? Relativ moderate 0,20 Cent pro Minute. 12 Cent kostet das Parken und 24 Euro kostet der Tag. Ja, also mehr als 24 Euro am Tag bezahlt man auf gar keinen Fall. Nein, man kann da unbegrenzt fahren. Wie weit ist denn der Einzugsbereich? Wie weit kann ich denn Jena verlassen, sage ich jetzt mal? 180 Kilometer ist geplant. Wir haben 3 Batterien drin, pro Batterie 60 Kilometer. Ja. Kosten haben wir besprochen. Die Helme sind hier drin, hinten in der Box drin. Führerschein, ist das ein Thema? Alter 18 Jahre, Mindestalter 18 Jahre und Führerschein, Moped-Führerschein mindestens. Ja. Das heißt also, es ist noch nichts für die, sage ich jetzt mal, die Gymnasiasten, die...
ist das eine Haftungsfrage, ja. Wir hatten überlegt, ob wir auch die 16-Jährigen mit einbeziehen, aber sonst von der Haftung zu gefährlich. Vielleicht noch mal zum praktischen Teil. Wenn ich jetzt in der Stadt bin und sage, ich möchte jetzt gerne E-Roller fahren, gehe auf die App, gucke, wo steht der. Also gibt es bestimmte Punkte, wo die stehen, ähnlich wie bei den Fahrrädern, oder wie läuft das? Wir haben zwei Varianten. Wir haben einmal feste Punkte mit der Stadt, die wir mit der Stadt eingerichtet haben. Zurzeit sind das 12 Stück. Und wir haben die Möglichkeit im Free Floating die Roller überall abzustellen. Und man kann die Roller eigentlich überall abstellen. Mhm. Wir haben die Parkplätze, die wir von der Stadt eingerichtet haben, extra noch auf der App eingezeichnet. Man kann da gucken und da erscheint ein P, da geht man drauf und da erscheint ein Bild vom Parkplatz und da steht auch drauf, wie viele Roller dort geparkt werden dürfen. Sie sind gerade angebraust gekommen damit. Erzählen Sie mal was über den Fahrspaß. Was ist denn? Der Fahrspaß steht im Vordergrund bei dem Roller. Wir haben uns da sehr viel Gedanken gemacht. Wir glauben, mit dem Angebot des E-Rollerfahrens Jena attraktiver zu machen, dass wir als Universitätsstadt, als Industriemetropole im Osten sozusagen, wir sind ja relativ stark, so ein Rollersharing gut gebrauchen könnten. Ja, passt auch sehr gut ins Stadtbild, wie ich finde. Ja, ja, ja. Zeigen Sie mal ganz kurz nochmal für mich jetzt, weil ich bin ja da immer so ein Technik, nicht so ganz bewandert. Wir bocken den ab und wie fährt man dann los? Also beim Normalen wäre es ja so, dass man den antritt, das ist ein E-Roller, der geht, funktioniert natürlich anders. Wie? Wir haben da ganz normal das Handy, was jeder hat heutzutage, genau. Da geht es auf die App. Geht auf die App drauf, Evita-App, sehr schön gemacht, sehr hochwertig. Dann geht man drauf, wo in der Nähe ein Roller ist. Die sind natürlich an, die sind nicht ausgeschaltet, deswegen werden die nicht angezeigt. Aber wir haben in 23 Meter die 52, das ist hier, 52 ist angezeigt. Und die könnte ich jetzt, wenn ich würde, gehe ich drauf, Miete suchen, würde ich drauf gehen hier und würde sofort starten können. Genau. So, das ist das Technische. Und jetzt aber stehe ich vor dem Roller. Wie funktioniert der jetzt? Also, wir starten den Roller, da geht automatisch die Box auf, die Handbox. Und der Roller zeigt an, dass Akkuladestand, genau. Ja, ja. Und er zeigt an, dass man die beiden Bremshebel anziehen soll zum Test. Dass beide gleichzeitig. Ja, dann loslassen. Und da kommt hier ein Punkt, ein OK-Punkt, dann geht man drauf. Ich probiere es mal. Also man zieht beide an. So. Das geht hier in dem Fall nicht, weil er schon an ist. Er ist schon an, genau. Also, man zieht beide an und dann lässt man wieder los. Und dann drückt man mitten drauf und dann geht's automatisch. Das ist eigentlich relativ einfach. Ein ganz einfaches Prinzip. Sehr, sehr unkompliziert. Ja. Wird die Flotte noch aufgestockt? Wir haben 150 Fahrzeuge geplant, die jetzt auch kommen. Ein Teil der Flotte geht in Free Floating, also ich denke 100, und der Rest geht in Firmen. Wo wir den Firmen Angebote machen, die sie nutzen können, für die Mitarbeiter, aber auch für alle, die fahren wollen. Ne? Ja, die Spaß haben dabei. Genau. Also, wir merken uns das Design in weiß gehalten, mit den Farben der Stadtwerke wie Jena drauf und natürlich mit vollem Akku. Allzeit gute Fahrt hierher. Ne? Ich glaube, es macht Spaß. Und dann gehen wir jetzt mal an der Stelle weiter und kommen zu vierrädrigen Elektromobilen. Und das sind natürlich die Teile, die man in der Stadt oder in den Städten in Deutschland jetzt schon in den letzten Jahren des Öfteren gesehen hat. Natürlich verschiedene Modelle. Wir haben bei den E-Autos die Auswahl zwischen Hybriden und zwischen normalen Elektroautos. Und wir haben auch zwei Protagonisten eingeladen heute, die sich mit beiden auskennen. Ja, da steht der erste. Das ist meiner Meinung nach, ich bin jetzt nicht so ganz bewandert, aber das ist, glaube ich, der Hybrid, ne? Ja, das ist richtig. Das ist ein Plug-in-Hybrid. Sie fahren den schon eine ganze Weile? So, ich fahre dieses aktuelle Modell jetzt 3,5 Jahre und bin sehr zufrieden. Eingestiegen oder umgestiegen vom Verbrenner, traditionell habe ich mich getrennt vor 13 Jahren. Dann wollen wir mal kurz sprechen über diesen Hybriden. Sagen Sie doch erstmal, wie sind Sie denn zur Elektromobilität überhaupt gekommen und wie zufrieden sind Sie damit? Also zur Elektromobilität bin ich als
Interessent deswegen gekommen, weil ich hier eine besondere hohe Effizienz erwartet habe. Und diese Erwartungen haben sich im vollen Umfang auch erfüllt. Ja, das hat dazu geführt, dass ich im Jahr ungefähr 1300 Liter Benzin weniger verbrauche, als ich noch einen konventionellen Verbrenner gefahren habe. Und zum Zweiten natürlich hohe Zuverlässigkeit, Reparaturarmut. Ja, ich habe also meine Reparaturkosten sind in den letzten 13 Jahren gegen Null gegangen, gegenüber dem Verbrenner. Ein sehr gutes Budget, was ich lieber im Urlaub verbrenne oder der Familie zugutekommen lasse. Vor allem was die Bremsen auch angeht wahrscheinlich. Ne? So, die Bremsen, die Reparationsleistung, dass ich also sehr viel Bremsenergie zurückgewinnen kann. Ja, und die Eigenerzeugung der Elektroenergie, was das selbstständige Laden mit dem Verbrennungsmotor hocheffizient gestaltet, bringt mir praktisch 1000 Kilowattstunden in den letzten 3,5 Jahren. Das ist also wesentlich mehr als das, was ich an öffentlichen Ladesäulen zum Beispiel in Anspruch genommen habe. Den Rest lade ich natürlich zu Hause über meine private Photovoltaikanlage und dort bin ich zu 90% auch abgedeckt mit meinem Energiebedarf. Ich höre daraus, dass sich Ihr Fahrverhalten auch verändert hat im Vergleich zum Brenner. Das ist richtig. Ich sage immer zu meinen Gesprächspartnern, der Fahrspaß muss neu erfunden werden. Ja, weg vom Rasen, weg vom Drängeln, hin zum entspannten Fahren, entschleunigt fahren, entspannt ankommen. Und als Rentner habe ich mir das auch verdient. Das heißt auf der Autobahn die 130, die in der Diskussion sind, als also Höchstgeschwindigkeit? Ich diskutiere nicht über 130. Ich fahre sie einfach und bin sehr zufrieden damit und komme genauso schnell an, als wenn ich rasen und drängeln würde und sowieso im Stau stehe. Das ist doch mal ein schönes Fazit. Gehen wir mal rüber zu jemandem, der schon seit einigen Jahren, der Herr Bruch nämlich, das reine Elektromobil fährt. Genau. Also nur mit Strom, ein Stromer ja, sozusagen. Ja, das ist ein voll elektrisches Fahrzeug. Wie ist denn, also ich fange jetzt mal auch gleich bei Ihnen mit dem Fazit an. Sie machen das schon seit 2012, glaube ich, oder 15? Nee, also das Fahrzeug, so wie es hier steht, gibt es seit 2012 auf dem deutschen Markt. Ja. Ich bin seit 2016 E-Autofahrer und das Fahrzeug ist Baujahr 2015. Ja. Und Ihr Fazit lautet wie? Ja, also ich möchte nicht mehr zurück zum Verbrenner fahren, weil mir gefällt einfach das durchweg Beschleunigen einfach. Also von kleinster Geschwindigkeit bis fast Endgeschwindigkeit, rucklos beschleunigen, die Ruhe beim Fahren. Viele sagen, die gerne wechseln möchten zu E-Autos. Naja, wie verhält es sich denn mit den Ladestationen? Muss ich Angst haben unterwegs, dass ich stehen bleibe, dass es nicht weitergeht? Wie sind da Ihre Erfahrungswerte? Ja, also als ich 2016 damit angefangen habe, da war tatsächlich in Gera die öffentlichen Ladestationen rar gesät, beziehungsweise es gab noch gar keine. Es gab tatsächlich in dem Jahr noch gar keine, aber die sind ja jetzt doch extrem aus dem Boden gesprießt und mittlerweile gibt es ja selbst in der kleinsten Kleinstadt eine Wechselstromladesäule. Also, ja. Ja. Haben Sie damals schon darüber nachgedacht, sich für zu Hause eine solche Wallbox, eine Elektroladestation zu Hause zuzulegen? Also ich habe kein Eigenheim, aber ich habe zum Glück in Gera eine Möglichkeit gefunden, an einem privaten Stellplatz eine Lademöglichkeit zu installieren. Ja. Das ist eine Lademöglichkeit. Also so gesehen habe ich eine Wallbox, ja. Und wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen? Also wie viel fahren Sie und wie oft müssen Sie nachladen? Wie kommen Sie damit? Beschreiben Sie mal den Alltag. Genau, also im Alltag, ich nutze das Fahrzeug hauptsächlich im Winter. Und da beträgt mein Weg zur Arbeit 13 Kilometer, einfache Strecke. Und im Prinzip müsste ich da zweimal die Woche laden. Praktisch schließe ich einfach noch Feierabend an, hat im Winter sogar den Vorteil, dass er morgens vortemperiert ist. Also wie Standheizung, wenn man so will. Ja. Ja. Wie ist das mit der Heizung? Da sagen auch, haben wir auch Post bekommen über Instagram, über die Seite der Stadtwerke, dass die Heizung im Winter sehr viel Strom fressen würde. Ist das tatsächlich so? Ja, also das Auto hat im Winter Reichweiteneinbuße. Ganz klar, also das kommt auch durch die Heizung, aber auch durch die Zellchemie. Man muss dazu sagen, bei den moderneren Modellen ist eigentlich eine Wärmepumpe Standard und die dann beschränken sich die Reichweiteneinbußen so auf 5%. Also die verringert das deutlich. Ja. Bei mir sind es so schätzungsweise 10 bis 20% verringerte Reichweite. Haben Sie denn Ihr Fahrverhalten auch wesentlich geändert im Vergleich zu früher? Muss ich sagen, das hängt ganz davon ab, wie viel Strom gerade im Akku ist und wie lang die Strecke ist. Ja. Also wenn genug Strom im Akku ist und die Strecke kurz ist, dann kann man auch gerne mal sportlich und mit viel Schmackes unterwegs sein. Ja. Genau. Also der Fahrspaß geht dadurch überhaupt nicht verloren, das wollte ich damit hören. Nein, aus meiner Sicht nicht.
Und in Ihrem Umfeld haben Sie das Gefühl, dass tatsächlich so ein Aufbruch jetzt da ist, dass die Menschen darüber nachdenken, elektrisch zu fahren? Oder ja, durchaus. Ja? Also gerade jetzt dieses Jahr im Bekanntenkreis Leute, die vorher nie damit zu tun haben, die haben jetzt doch gerade Leute, die zum Beispiel eine Photovoltaik auf dem Dach haben, spätestens dann rechnet es sich ja auch wirklich im Geldbeutel. Ja. Ja. Also ich würde sagen, zwei überzeugte Elektrofahrer sozusagen, beziehungsweise Teilelektrofahrer, die, ich frage Sie jetzt mal direkt, würden Sie nochmal wechseln zum Brenner? Nee, wie schon gesagt, also man gewöhnt sich so schnell dran, nein. Nein. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich fahre 75% meiner Fahrstrecken rein elektrisch und würde nie wieder zurück zum Verbrenner wechseln, weil einfach zu viel Fahrspaß dahinter steckt. Ja. Sie sind Menschen, die schon Kontakt mit dieser Technik haben. Wenn Sie jetzt hier sehen, dass Busse zum Beispiel auf Elektrik umgerüstet werden, dass Roller elektrisch fahren, rein elektrisch fahren, welche Gedanken gehen Ihnen dazu durch den Kopf? Ja, bei Bussen natürlich sehr positiv. Als E-Bike-Fahrer, also viel mit dem Elektrofahrrad unterwegs, ist es natürlich wesentlich angenehmer, hinter einem Elektrobus herzufahren, als hinter einem Verbrenner. Absolut, man kriegt wieder mehr Luft. Wie denken Sie, auch was die Zukunft angeht, ist das die Technik, die wir brauchen? Also zum einen natürlich, um die Klimaziele zu erreichen und ernsthaft dem Klimawandel zu begegnen. Und zum anderen macht es die Städte ruhiger. Ja, ganz einfach. Ja. So, meine Damen und Herren, da haben Sie es gehört. Also ich glaube, dass die Elektromobilität nicht mehr aufzuhalten ist. Wir haben die Busse, wir haben die mit den vier Reifen, nämlich die Elektroautos, und wir haben die Elektroroller. Wir haben heute einiges vorgestellt davon. Nicht ganz unwichtig, wie gesagt, die Ladefunktion, auch da ist man in Jena weit vorne. Die Stadtwerke sind dabei, weitere Ladestationen aufzubauen. Und es gibt schon sehr viele Ladepunkte innerhalb der Stadt, die man durchaus mal ausprobieren sollte, über das berühmte Kärtchen, das man bei den Stadtwerken bekommt. Ich würde sagen, nur Mut, ja, keine Angst vor der Elektromobilität. Und wir haben noch Gewinner, weil es nämlich auch eine wunderbare Instagram-Seite gibt von den Jenaer Stadtwerken. Und da gab es ein kleines Gewinnspiel. Ich möchte die Gewinner an der Stelle auf jeden Fall noch vorlesen. Es windet etwas. Also gewonnen zum Tag der Elektromobilität. Der dritte Platz geht an die Lilly, Leandra, Esther. Und dann wird es kompliziert. Das kann ich gar nicht genau aussprechen. Auf jeden Fall hat sie 100 Freiminuten mit dem wunderbaren E-Roller, den wir vorgestellt haben, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir den zweiten Platz. Das geht an Tines Werkstatt. Er hat über Instagram mitgespielt. 200 Freiminuten mit dem E-Roller. Da kann man schon mal, glaube ich, einen Tag in Jena mindestens mit verbringen. Und Platz 1, und damit herzlichen Glückwunsch, ein Wochenende mit dem Elektroauto der Stadtwerke Jena, Jonas Hampel. Auch bei Instagram mitgemacht. Ich möchte mich an der Stelle herzlich bedanken, wünsche noch einen schönen Samstag und vielleicht gucken Sie gleich heute mal an die Ladestation in der Stadt Jena und können sich mit der vertraut machen, weil das wird sich in Zukunft in diese Richtung entwickeln. Da sind wir uns einig. Vielen Dank.